Die Ausstellung Impressionismus in Russland – Aufbruch zur Avantgarde entstand als Zusammenarbeit zwischen dem Museum Frieder Burda und dem Museum Barberini in Potsdam. Die Ausstellung zeigt zum ersten Mal, wie die russischen Maler nach Paris kamen, wie sie den Impressionismus kennengelernt haben in dieser pulsierenden Stadt, wie sie die Malerei der schnellen Beobachtung gepflegt haben und nach Moskau gebracht haben. Zahlreiche Künstler in Russland ließen sich am Ende des 19. Jahrhunderts von den Themen und der Malweise der französischen Impressionisten anregen. Die französische Hauptstadt war die europäische Metropole der Kunst und des Fortschritts. Im späten 19. Jahrhundert kamen zahlreiche russische Maler nach Paris. Sie lernten das Leben der modernen Großstadt mit ihrem Verkehr, ihrem Tempo, dem Gedränge auf den Boulevards und den hell erleuchteten Nächten kennen. Mit dem russischen Realismus, den die Kaiserliche Akademie in St. Petersburg und die Moskauer Hochschule sie gelehrt hatten, ließ sich diese aufregende Stadt nicht erfassen. Kaum ein anderes Genre eignete sich besser zur Diskussion einer zentralen Frage der russischen Kunst um 1900. Lässt sich die russische Schwere des Inhalts mit der Leichtigkeit der französischen Form darstellen? Wie viel weltläufige Eleganz verträgt der russische Realismus? Die Porträtmaler loteten das Problem aus, indem sie bekannte Persönlichkeiten Russlands, Schauspielerinnen, Schriftsteller und Malerkollegen mit der auf den spontanen Ausdruck gerichteten Malerei des Impressionismus ins Bild brachten. Auf der Datscha malten die Moskauer Impressionisten lichtdurchflutete Interieurs. Das Studium des Lichts in Innenräumen und auf Gegenständen inspirierte die Maler zu Stillleben. Die zweite Generation russischer Künstler in Paris lernte zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Postimpressionismus und Fauvismus eine Malerei kennen, die mit leuchtenden Reihenfarben experimentierte. Wie die französischen Postimpressionisten strebten die russischen Maler dieser Generation den Anschluss an das internationale Kunstgeschehen an und betrachteten den Aufenthalt im Westen nicht mehr nur als Studienzweck. Der französische Impressionismus inspirierte die russischen Künstler zu malerischer Freiheit und thematischer Leichtigkeit. Das Malen unter freiem Himmel brachte Bilder einer Unbeschwertheit hervor, die sich von den existenziellen Themen des russischen Realismus entfernten. In Porträts von Freunden und der eigenen Familie wurde das private Bild würdig. Mit diesen Neuerungen fand die russische Kunst Anschluss an die westeuropäische Moderne. Die Maler erkundeten die Natur um Moskau und St. Petersburg und reisten in die Weiten des Nordens. Unter den Moskauer Impressionisten führte das Experimentieren in der Landschaft zu malerischer Freiheit. Diejenigen Künstler, die später die Avantgarde bilden sollten, begannen bereits in impressionistisch inspirierten Landschaften mit der Abstrahierung der Farbe von der Dingenwelt. Gleichzeitig entwickelte sich in der Malerei, wie in Frankreich mit Matisse und in Deutschland mit der Künstlergruppe Brücke, eine neue Formensprache. In der befreiten Farbe sahen die Maler eine Kraft repräsentiert, die für die Dynamik einer neuen Zeit stand. Impressionistische Motive wurden in kubistische und futuristische Flächen zergliedert. Das Licht, das die Impressionisten in der Natur beobachteten, wurde in der Ungegenständlichkeit zum Ausdruck einer dynamischen Weltauffassung.